Erstes Mantra. Mein lieber Bruder Geist, ich falle dir zu Füßen und flehe dich an. Leg deinen Stolz ab und schenk dein Herz, Sri Gurudeva. Rasch entwickle Zuneigung zum Land von Vraja, zu Vrajas Bewohnern, zu den Gottgeweihten, den Brahmanas, deinen persönlichen Mantras, dem heiligen Namen und zur Zuflucht des ewig jung verliebten Paares Sri Sri Radha Krishna. Ich verehre meinen ruhmreichen spirituellen Meister Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Astota Sata Sri Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami. Ich bin unbedeutend und unqualifiziert, aber ein Tropfen seiner Gnade lässt mich diese Aufgabe in Angriff nehmen. Die Übersetzung und Erklärung des Sri Mana Shiksha und des Kommentars Bhajan Darpana. Ich bete zum Kommentator Srila Bhaktivinod Thakur und zum Verfasser Sri Raghunath Das Goswami, dem wichtigsten Nachfolger Sri Rupa Goswamis. Mögen Sie gütigerweise dieses Unterfangen segnen. Shri Shri Guru Charanebhyo Namaha. Shri Shri Chaitanya Chandraya Namaha. Shri Shri Radha Krishnayabhayam Namaha. Ich verneige mich tief vor den Lotusfüßen Shri Raghunath Das Goswamis. Shri Das Goswami wird geachtet und geehrt, weil es sich vom Vergänglichen löste, von weltlichen Gütern und Beziehungen, und Sri Chaitanya Mahaprabhu, die barmherzigste Inkarnation unserer Epoche, als seine Zuflucht annahm. Auf Wunsch Mahaprabhus erlernte er die vertraulichen Bhakti-Wahrheiten von Sri Swarup Damodar Goswami. In den 12 Versen des Mana Shiksha spricht Raghunath Das Goswami zu seinem Geist, im Grunde aber zu uns allen. Und seine Lehren sind das Herzblut der Nachfolger Sri Chaitanyas. Durch großes Glück und als Resultat frommen Handelns über viele Leben hinweg erwacht Glauben im Herzen, Vertrauen in Gott und seinen Dienst. Sri Mana Shiksha fasst die Unterweisungen zusammen, derer der Mensch zu dieser Zeit bedarf. Im Folgenden werden die direkten und auch die verborgenen Bedeutungen der einzelnen Wörter beleuchtet. Erstens, Sri Guru. Der einweihende Guru läutet unser Herz und lässt die Beziehung zu Krishna erwachen. Der ausbildende Guru lehrt, wie man Sri Radha Krishna angemessen dient. Beide sind weit fortgeschrittene Gottgeweihte. Man sollte wissen, dass der Guru von Krishna nicht verschieden, aber zugleich auch sein geliebter Diener ist. Man soll seine inneren Wünsche kennen und ihm mit Liebe dienen. Die Schriften beschreiben Sri Guru als Repräsentanten Gottes. Derjenige, in dem die himmlischen Devatas residieren und in dem Gott selbst Gestalt angenommen hat. Der Guru muss verehrt und geachtet werden. Er ist kein gewöhnlicher Mensch. Zweitens, Goshta, das heilige Land von Vraja. Hier ist vom heiligen Vraja die Rede. Die Schauplätze, an denen Krishna seine Spiele entfaltete, und noch heute entfaltet, wie Sri Gokula, Vrindavana, Nandagaon, Varshana, Javata, Govardhan, Shyamakund und Radha Kund. Oft wird die Ansicht geäußert, Leben in Vraja sei nicht weiter wichtig. Worauf es ankommt, ist, dass man Krishna verehrt, und das kann man schließlich überall. Raghunath Das Goswami aber rät hier, solche Konzepte fallen zu lassen, die die spirituelle Entwicklung hemmen und besondere Vorliebe für Vraja zu entwickeln.
Wer nicht physisch in Vraja sein kann, soll zumindest im Geist dort leben und liebevoll Radha, Krishna verehren. Drittens, Goshtalayin, die Einwohner Vrajas. Reine Seelen, die in Vraja leben und nur eines kennen, Dienst für Krishna, sind wahre Einwohner Vrajas, Vraja Vasis. Selbst Vaikunthas spirituelle Pracht wird sie nicht locken, ganz zu schweigen von Befreiung oder Sinnenfreude. Physisch wie auch mental leben sie in Vraja, vertieft im Dienst Radha Krishnas. Sie sind auf der höchsten Ebene spirituellen Fortschritts, Uttama Bhagavatas, und ohne ihre Gunst ist Rag Anuga Bhakti undurchführbar. Man sollte den Stolz ablegen, der einen denken lässt, man sei ein erstklassiger Gottgeweihter, in Sachen Hingabe bewandert und nicht schlechter als die Vrajvasis. Stattdessen soll man versuchen, sie zu lieben. Viertens, Sujana, die Vaishnavas. Sujanas sind Gottgeweihte der vier ursprünglichen Vaishnava-Schulen und von ihnen ausgehender Zweige, die zwar in Vraja leben, aber nicht im spirituellen Sinne. Sie dienen Radha Krishna, aber es fehlt ihnen die spontane Anziehung, wie sie für Vrajavasis, die Einwohner Vrajas, typisch ist. Man nennt sie Madhyam Bhagavatas, moderat fortgeschritten. Man sollte nicht auf sie herabschauen, sondern sie respektieren. Fünftens, Busura Gana, die Brahmanas. Brahmanas, die ihr Leben Krishna geweiht haben und Vaishnava-Prinzipien lehren, nennt man Busuras, Herren der Erden. Sie sind Kanishta Bhagavatas, gering fortgeschrittene Gottgeweihte und verdienen ebenfalls unsere Zuneigung. Im Srimad Bhagavatam 10.64.41 warnt Krishna die Einwohner Dwarakas. Hegt keinen Groll gegen Brahmanas, auch wenn diese Sünder oder Frevler sind. Selbst wenn sie euch schlagen oder verfluchen, denkt nicht an Vergeltung, erweist ihnen Respekt. Sechstens, Sva Mantra, die persönlichen Mantras. Mantras, die man zur Zeit der Einweihung vom Guru empfängt, nennt man Sva Mantra, persönliche Mantras. Man muss sie zu vorgeschriebenen Zeiten und gemäß Guru Devas Anweisung mit Liebe chanten. Siebtens, Sri Harinam, die heiligen Namen. Es gibt primäre und sekundäre Namen Gottes. Hari, Krishna, Govinda, Gopinath und Radha Kanta zum Beispiel sind direkte oder primäre Namen. Schöpfer, Allseele und der Barmherzige gehören zu den sekundären Namen. Die Primärnamen sollen gechantet werden, vor allem das Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dieses Mantra, zusammengesetzt aus 16 Namen, ist das große Mantra der Befreiung für unsere Epoche. Mit ganzem Herzen soll man es leise beten und auch laut singen. Achtens, Vrajanava Yuva Dvandva Sharana, sich dem göttlichen Paar von Vraja ergeben. Sich ergeben bedeutet, seine Zuflucht ausschließlich bei Sri Radha Krishnas Lotusfüßen zu suchen. Im Sri Radha Bhajan Mahima, Liedersammlung Gita Vali,
singt Srila Bhaktivinod Thakur. Radhika Dasi Yadi Haya Abhimana Sikrai Milai Taba Gokula Kana. Wer stolz darauf ist, sich Dienstmagd Sri Radhikas zu nennen, wird schnell Sri Krishna in Vraja erreichen. 9. Dambam Hitva, Stolz ablegen. Illusion, Falschheit, Heuchelei, Unwissenheit, Arglist und Bosheit sind verschiedene Erscheinungsformen von Stolz. Wenn zum Beispiel Bhakti-Praktizierende sich außer Liebe zu Krishna noch andere Dinge wünschen und andere Ziele verfolgen, werden sie zu Heuchlern. Unwissenheit oder Bedeckung nimmt zu, wenn sie ergebnisorientiert handeln oder in Theoretisieren verfallen oder wenn sie Yoga-Praxis in den Vordergrund rücken. Und unter dem Einfluss von Illusion verfallen sie in Misskonzepte und Fehlverhalten. Alle verschiedenen Arten dieses Stolzes entstanden aus sozialer Stellung, materiellen Erfolgen oder falschen Vorstellungen vom Selbst. Dies müssen Sie darum schnellstens ablegen, und das geschieht, wenn Sie sich dem motivlosen, reinen Dienst verschreiben. 10. Apurva Rati, exklusive Liebe. Die ureigene Liebe der Seele ist rein und selbstlos. Weil wir von Natur aus Krishnas Diener sind, lieben wir Krishna. Man kann die Gefühle der Seele nicht von Krishna trennen, denn er ist die höchste Seele, die Seele aller Seelen. Weil wir ihm aber den Rücken kehren und jetzt von Maya, der illusionierenden Energie, verwirrt sind, richtet sich unsere Liebe auf das Vergängliche und wird zu materieller Anziehung. Diese entartete Liebe ist nicht von Dauer und bringt uns allerorts in Schwierigkeiten. Die Liebe der Seele dagegen kommt zum Vorschein, wenn man Krishna dient, und sobald sie sich entfaltet und reift, nennt man sie Apurva Rati, einzigartige spirituelle Liebe. Atitaram Kuru, sich bemühen. Man soll sich bemühen, Rati zu bekommen. Nicht in den Tag hineinleben und darauf warten, dass irgendein glücklicher Zufall sie uns in den Schoß fallen lässt. Je mehr man sich bemüht, umso mehr wird man spirituell erstarken, die materiellen Einflüsse lassen nach und ohne Zweifel wird dann die Gnade des Herrn und der Vaishnavas auf uns scheinen. Um den ersten Vers zusammenzufassen: Solange man noch nach den Früchten der materiellen Welt schaut, wird der Wunsch, Krishna zu dienen, nicht erwachen. Der Wunsch, Krishna zu dienen, echtes Gottvertrauen, entsteht durch Zusammensein mit Vaishnavas. Solange er fehlt, kann man Krishnas Eigenschaften und Spiele nicht verstehen und spirituelle Anweisungen nicht umsetzen. Wer so vom Glück begünstigt ist, sich nur noch Krishna zu wünschen, muss sich einem Guru anvertrauen und das Radha Krishna Mantra empfangen. Dann muss er Sri Guru mit Liebe verehren, sowohl den Einweihenden als auch den Ausbildenden. Nur die Heiligkeit des Meisters zu würdigen, ist nicht genug. Er sollte ihm mit Vertrauen und Herzlichkeit dienen und in ihm den Gönner und liebsten Freund sehen. Er soll die drei Gottgeweihten Kanishta, Madhyam und Uttam mögen und angemessen achten, den heiligen Namen und sein Mantra als größten Schatz bewahren und die Lotusfüße Sri Radha Krishnas als Zuflucht sehen, als ihm so lieb wie sein eigenes Selbst.
Erläuterung. Im Srimana Shiksha spricht Sri Raghunath Das Goswami zu seinem ungezügelten, unsteten Geist. Der Geist allein ist es, der unseren Dienst zu Gott beflügelt oder lähmt. Es ist nicht anders als im weltlichen Leben. Warum begeistern wir uns für eine Sache und zweifeln an einer anderen? Schuld hat Bruder Geist. Er beeinflusst uns auf Schritt und Tritt. Wer Krishna lieben will, dessen Geist muss beherrscht sein. Sri Raghunath Das Goswami, mit der Absicht, Raghanuga-Praktizierenden zu helfen, schrieb darum die Verse des Mana Shiksha. Nicht, dass er es nötig hätte, seinen Geist zu erziehen. Raghunath Das Goswami selbst ist befreit und vollkommen. Er spielt aber uns zuliebe die Rolle des angehenden Gottgeweihten und zeigte, wann solche Schulung des Geistes notwendig wird. Als er nämlich von Mahaprabhu und seinen Gefährten Swarup Damodar, Rupa Goswami und Sanatan Goswami über Krishna gehört hatte und voller Begierde dem göttlichen Paar dienen wollte. Lieber Bruder Geist, lege deinen Stolz ab und schenke dein Herz Sri Gurudeva. Rasch entwickle Zuneigung zum Land von Vraja, zu den Einwohnern Vrajas, den Gottgeweihten, den Brahmanas, deinen Mantras, dem heiligen Namen und der Zuflucht des ewig jung verliebten Paares Sri Sri Radha Krishna. Hier ist von den Bewohnern Vrajas die Rede. Gemeint sind damit fortgeschrittene Gottgeweihte, die nicht nur sichtbar in Vraja leben, sondern auch im spirituellen Körper, den sie in ihrer Trance erfahren. Gottgeweihte in diesem Vers bedeutet eingeweihte Verehrer Krishnas, die zwar körperlich in Vraja leben, ihre spirituelle Form aber nicht kennen. Und Brahmanas sind jene Persönlichkeiten, die gleichfalls Krishna verehren, jedoch nicht in einer autorisierten Schule, sondern nach überlieferten Bräuchen. Für sie alle soll man Zuneigung entwickeln. Was heißt das nun genau? Arten von Rati oder transzendentaler Liebe. Gewöhnliche und außergewöhnliche. Den Guru zum Beispiel soll man außergewöhnlich lieben. Oder anders gesagt, die Beziehung zu ihm soll vertraut und innig sein. Dienst zu Sri Guru und Vertrauen in ihn ist das Fundament aller spirituellen Praxis, denn er ist der Führer auf dem Bhakti-Pfad. Es gibt vier Arten von Gurus: den Wegweisenden, den Einweihenden, den Ausbildenden und den Guru im Inneren, die Überseele. Man soll sich diesen Gurus anvertrauen und sie lieben. Es heißt in den Veden, der Einweihungsguru, der Diksha-Guru, sei der Körper des Herrn, und der Ausbildungsguru, der Shiksha-Guru, sei sein Selbst. Mit anderen Worten, beide sind als gleich anzusehen. Sie besitzen denselben Status. Echtes Gottvertrauen wird dem Schüler vom Guru ins Herz gepflanzt. Es ist keine Sache der Einbildung. Darum müssen Diksha wie auch Shiksha Guru weit fortgeschritten sein. Denn sonst wird das Vertrauen des Schülers schwinden. Ein fortgeschrittener Guru weilt immer bei Krishna, aber er ist uns dennoch zugänglich, weil er, um zu predigen, herabkommt und eine Lehrerrolle annimmt. Der Diksha-Guru
verhilft dem Schüler zu seiner Beziehung mit Krishna und heilt ihn von schlechten Angewohnheiten und Auffassungen. Und der Shiksha Guru lehrt hingebungsvolle Praxis und nährt den Dienst. Manchmal wird ein Guru in beiden Funktionen aktiv sein. Derselbe Meister kann für manche Schüler Diksha Guru und für andere Shiksha Guru sein. Oder er kann für einen Schüler beides sein, wie in meinem Fall. Wenn Diksha und Shiksha Guru nicht derselbe sind, soll man beiden den gleichen Respekt erweisen. Es mag Unterschiede geben, aber keiner ist geringer als der andere. Deshalb wird der Titel Guru beiden verliehen und beide müssen geachtet werden. Man kann dem Guru also auf gewöhnliche Weise dienen, aus Pflichtbewusstsein oder mit Vertrautheit und tiefer Liebe. Zu letzterem wird uns in diesem Vers geraten. Der generelle Werdegang eines Gottgeweihten verläuft so. Ein Novize verlässt sein Heim und sucht einen Guru auf. Er wird eingeweiht und bald auch ausgebildet. Langsam macht er Fortschritte. Jeden Morgen verehrt er seinen Guru und berührt dessen Füße. Er übt sich in den Bhakti-Praktiken, wie sie im Srimad Bhagavatam 7.5.23 aufgelistet sind. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Arjanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. Auf 9 Arten verehrt man den Herrn. Über seine Herrlichkeit hören, ihn lobpreisen, sich an ihn erinnern, ihm persönliche Dienste leisten, zu ihm beten, seine Mission dienen, sein Freund werden und sich ihm ganz und gar verschreiben. Manchmal werden auch 5 Praktiken besonders betont, wie im Chaitanya Charitamrita Madhya 22, 128. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavata Shravana Shri Murtira Shradhaya Sevana. Mit gottgeweihten Umgang pflegen, die heiligen Namen chanten, das Srimad Bhagavatam hören, in Mathura leben und der Bildgestalt mit Vertrauen dienen. Chaitanya Charitamrita Antya 4.70-71 erklärt überdies, dass die wichtigste aller Übungen das Chanten ist, unablässig die heiligen Namen singen und verherrlichen. Bhajanera Madhye Shrestya Navavita Bhakti Tara Madhye Sarvashrestha Nama Sankirtana. Von allen Arten der Verehrung sind die 9 Praktiken die besten. Und unter diesen ist das Lobpreis der heiligen Namen die beste. Wenn sich der Schüler in diesen Praktiken übt, vor allem wenn er über Krishna hört, meditiert und chantet, ist das gewöhnlicher Dienst zum Guru. Wenn er jedoch aus Liebe zum Guru zuerst diesem dient und Krishna dann verehrt, wenn er anschließend Zeit findet, nennt man seinen Dienst vertraut und außergewöhnlich. Yasya deva para bhaktir yata deva tata gurau. Die Veden erklären, dass man für Guru und Krishna das Gleiche empfinden sollte. Das stimmt natürlich, und doch soll man am Anfang dem Guru mehr Bedeutung beimessen als Krishna. Um Krishna zu verehren, braucht es eine Beziehung zu ihm, die der Neuling noch nicht hat. Wenn er sich aber dem Guru vollständig hingibt, folgt alles andere von allein. Ein schönes Beispiel von Guru-Hingabe findet sich unter den Schülern Sri Shankara Acharyas. Dieser hatte einen Schüler namens Giri, später Totak Acharya, ein Analphabet,
der ihm die Kleider wusch, kochte und andere einfache Dinge versah. Selbst während der Vorträge seines Gurus war Giri beschäftigt, obschon er versuchte, mit zuzuhören. Seine Mitschüler belächelten ihn. Einmal allerdings verspätete sich Giri. Um Kleider zu waschen, hatte er einen Fluss überqueren müssen. Und Shankaracharya wollte seine Lesung nicht beginnen. 16.000 Schüler saßen erwartungsvoll vor ihm und drängten, doch zu beginnen. Außer diesem einen Schüler, der ohnehin nicht viel verstand, wären ja alle da. Doch Shankaracharya wartete. Giri, schließlich, der seinen Dienst beendet hatte, kam angehastet und setzte sich. Da forderte ihn sein Guru auf, über die Schriften zu sprechen, und auf die Anweisung hin begann der vermeintliche Dummkopf, Sanskrit-Verse vorzutragen. Vollendet in Philosophie und Poesie, mit Stabreimen und Metaphern. Als so unverhofft tiefsinniges Wissen aus seinem Munde floss, waren seine Mitschüler maßlos erstaunt. Shankaracharya erklärte daraufhin, dies sei die Folge seines vertrauten und ergebenen Dienstes. Viele andere Beispiele innigen Dienstes könnte man nennen. Govinda Das etwa diente Sri Mahaprabhu mit Liebe und Vertrautheit. Er warf Swarup Damodar vor, warum bringst du Mahaprabhu zum Weinen? Nicht, weil er Mahaprabhus tiefe Ekstasen nicht verstand, sondern weil spontane Liebe ihn übermannte. Govinda war nicht einfältig, er verstand Mahaprabhus Gemüt genau. Er war gelehrt, dichtete in Sanskrit und zeichnete die Spiele Mahaprabhus in seinen Notizbüchern auf, die später berühmt wurden als die Kadacha, die Notizen Govindas, und die Krishnadas Kaviraj Goswami für sein Chaitanya Charitamrita verwandte. Der qualifizierte Guru, der ständig mit Krishna zusammen ist und den Herrn durch seine Liebe beherrscht, gilt als der Beste der Gottgeweihten, als weit fortgeschritten. Er kann seine eigene Liebe ins Herz des Schülers übertragen. Deshalb dient man ihm. Nichts bleibt unerreicht, wenn er zufrieden ist. Vor allem aber gewährt er Bhakti, Liebe und Hingabe zum höchsten Herrn. In unserem Herzen sammelt sich allerlei Unrat, Lust, Gier, Zorn, Verrücktheit, Neid und Illusion. Ständig vergehen wir uns gegen Krishnas heiligen Namen, gegen seinen Dienst und vieles mehr. In der Regel muss jede schlechte Angewohnheit mit einem eigenen Gegenmittel ausgemerzt werden. Zorn beispielsweise, indem man materielle Wünsche aufgibt. Unerfüllte Begehren führen unweigerlich zu Zorn. Echte Gottgeweihte dagegen kennen keinen Zorn, denn in ihrem Herzen wohnt Krishna. Ihr Herz ist rein, weil für sie nur eines zählt, Guru und Krishna zu lieben und sie zu erfreuen. Eine andere Schwäche, Lust, kann man durch Gemeinschaft mit Heiligen und durch Loslösung besiegen. Doch selbst wenn man sich läutert, gibt es keine Garantie dafür, dass man sich nicht erneut beschmutzt. Dienst zum Guru hingegen kann alles Unreine ein für allemal ohne Gefahr auf Wiederkehr verbrennen. Der echte Meister greift bei der Wurzel an. Er gibt dem Schüler transzendentale Gemeinschaft, spricht über Krishna, beschäftigt ihn im Dienst und so wird das Herz seines Schützlings mehr und mehr rein. Auch Krishnas heiliges Vraja und seine Bewohner kann man auf gewöhnliche oder außergewöhnliche Weise wertschätzen.
Wem es gleichgültig ist, ob er in Vraj lebt oder nicht, der wird niemals Krishna spontan lieben können. Wem es nicht möglich ist, physisch dort zu leben, der muss zumindest mit dem Herzen dort sein. An Sriman Mahaprabhus eigenem Beispiel wird das deutlich. Obwohl Mahaprabhu einerseits klarstellte, Jekane Sadhugana, Sekane Vrindavana. Wo immer Sadhus, heilige Menschen leben, dort ist Vrindavana. Wünschte er sich andererseits immer, nach Vraja zu gehen. Wo immer er sich aufhielt, sah er Vrindavan. Die Chataka Parvata Sanddüne war für ihn der Govardhan-Hügel und der Ozean in Jagannath Puri die Yamuna. Als Mahaprabhu dann aber Vraja tatsächlich besuchte, überwältigte ihn ekstatische Liebe. Ja, als er Radhakund, Govardhan, Yamuna und andere Schauplätze von Krishnas Spielen erblickte, wurde er schier verrückt. Er umarmte Govardhan, sprang in die Yamuna, weinte und wälzte sich am Boden. So beängstigend war sein Zustand, dass sein Begleiter Balabhadra Bhat Acharya um ihn fürchtete und ihn nach 8 oder 10 Tagen aus Vrindavan herausbrachte. In seinem Sri Upadeshamrita Vers 8 schreibt Sri Rupa Goswami: Man soll allmählich Zunge und Geist von allem lösen und allein über Krishna chanten und meditieren, über seinen Namen, Gestalt, Eigenschaften und Spiele. So vertieft muss man in Vraja leben, und zwar unter der Führung von Guru und Vaishnavas, die Krishna über alles lieben. Das ist die wichtigste aller Unterweisungen. Wie Sri Raghunath Das Goswami all diesen Grundsätzen selbst folgte, verrät das Vilab Kusumanjali. 1. Einmal, als ein Vaishnava gerade Rupa Goswamis Füße massierte, kam Raghunath Das Goswami hinzu. Innerlich, vertieft in Meditation über Sri Rupas und seine eigene spirituelle Form, lächelte er und sang folgenden Vers: Liebe Freundin Rupa Manjari, jeder in Vraja kennt dich als keusches Mädchen. Niemals siehst du das Gesicht eines anderen Mannes. Doch obwohl dein Ehemann verreist ist, sehe ich einen frischen Schnitt auf deinen Lippen. Hat vielleicht der Paradiesvogel sie mit einer Bimberfrucht verwechselt und angepickt? So angesprochen musste auch Rupa Goswami lächeln. Im gleichen Gespräch, Vilab Kusumanjali 72, offenbart Sri Das Goswami den Dienst, nach dem er sich innig sehnt. Sri Radhika ist vom Spiel ermattet und ihr schöner Kopf ruht auf Krishnas Schoß, während dieser ihr zärtlich übers Haar streichelt, fächelt Sri Rupa Manjari den beiden Luft zu. Dazu massiert sie ganz sanft Sri Radhas Lotusfüße. Rati Manjari, in Klammer Raghunath Das Goswami, schaut mit gierigen Augen und betet: Rupa Manjari möge etwas Dienst für sie übrig lassen. Sri Rupa Goswami war Sri Chaitanya Mahaprabhu ans Herz gewachsen, weil er dessen innerste Wünsche verstand. Rupa Goswami ist unser Vorbild. Wie er wollen wir die vertrauten Gefühle unseres Meisters verstehen und die wahre Herrlichkeit von Vraja und seinen Bewohnern und ihnen nach besten Kräften dienen. Unser Glauben soll felsenfest sein und auch dann nicht wanken, wenn unser Leben in Gefahr ist. Zuneigung zu Guru, Vraja
und Vrajavasis ist wichtiger als die Wertschätzung für Sadhana, hingebungsvolle Praxis. Yasya Prasadat Bhagavat Prasado. Die Gunst Sri Krishnas folgt der Gnade des Gurus. Wenn man also den Guru nicht erfreut, wird es nichts nützen, wenn man selbst die ganze Welt erfreut. Der Schüler überantwortet sich dem Guru und lebt unter seinem Schutz. Denn wenn er versucht, unabhängig und auf eigene Faust Krishna zu dienen, wird sein Dienst zu gewöhnlicher Arbeit. Seine Ergebenheit sollte so vollständig sein, dass der Guru sich sogar über sein Essen und Schlafen sorgen wird. Unter allen Plätzen in Vraja ist der Govardhan-Hügel herausragend. Und noch glorreicher ist Sri Radhakund. Gewöhnlicher Dienst zu Vraja bedeutet, jenes Vraja zu ehren, das man mit materiellen Augen sehen kann. Jemand, der so sieht, wird Vrajas materielle Aspekte berücksichtigen. Er sieht zum Beispiel, dass nicht alle im heiligen Land Heilige sind, sondern er wird sich vor Dieben und Gaunern hüten, deren Geschäft es ist, die Pilger um ihr Geld zu erleichtern. In Klammer, wenn ein naiver Mensch mit rosigen Vorstellungen nach Vraja kommt und das erlebt, wird er ernüchtert und manchmal abgeschreckt. Raghunath Das Goswami dagegen sieht dasselbe Vraja ganz anders. Stavavali, Vraja Vilasa Stava 102. Begeistert verehre ich Vrajas Geschöpfe, das Gras, die Sträucher, die Käfer und Vögel, denn sie alle schwimmen in transzendentalem Glück. Selbst Brahma und Uddhava ersehnen ihre Stellung. Das Srimad Bhagavatam und andere Schriften besingen ihren Ruhm oft und feierlich. Sie sind Sri Mukunda lieb und helfen in seinen Spielen. Raghunath Das Goswami verstand, dass die Bäume, Gräser, Vögel und Tiere Vrajas, selbst Tiger, Bären, Fliegen, Ratten und Mücken, spirituelle Natur besitzen und Krishnas Spieler bereichern. So kann nur jemand sehen, dessen Vertrauen in Bhakti unerschütterlich ist. Der Neuling aber wird sein materielles Unterscheidungsvermögen besser beibehalten. Wenn zum Beispiel ein heiliger Stier auf ihn zugaloppiert und er nicht Reis ausnimmt, wird er ganz unheilig auf die Hörner genommen werden. Was bedeutet Bewohner Rajas? Diejenigen, die fühlen und denken wie die ewigen Einwohner Vrajas, erst recht also jene, die glühend lieben wie die Gopis, sind wahre Einwohner Vrajas, auch wenn sie nicht in Vraja geboren sind. Wir müssen sie als Vrajavasis anerkennen. Und woran erkennt man sie? Aus ihrem Mund strömt pausenlos Nektar. Nektar in Form von Worten, die Krishna verherrlichen. Diesem Nektar soll man lauschen und dem Staub der Lotusfüße dieser großen Seelen dienen. Anders gesagt, man soll ihnen auf eine Weise dienen, dass Liebe für sie erwacht. Das wird unsere Hingabe beflügeln. Auch wenn man jetzt noch durch die weltliche Brille sieht, es ist wichtig, im Geist zu behalten, dass in Vraja alles, selbst Tier- und Pflanzenwelt, transzendental ist und Krishna dient. Sri Raghunath Das Goswamis Sicht ist die ewige Wahrheit.
Wir müssen nur auf die Stufe gelangen, auf der wir so sehen können wie er. Bis dahin sind wir gut beraten, solchen Einwohnern Vrajas fern zu bleiben, selbst dort Geborenen, die für Bhakti nichts übrig haben, wie beispielsweise Mayavadis. Der Mayavadi glaubt, Krishna sei nur ein fiktives Konzept, in Klammer Maya, aber nicht wirklich existent. Äußerlich erscheint er oft religiös und als guter Mensch. Auch ist er in der Gesellschaft hochgeachtet, aber er denkt, Sarvam Kalv Idam Brahma, alles ist eins, wir sind alle Gott. Für angehende Verehrer Krishnas hat die Gemeinschaft mit Mayavadis fatale Konsequenzen. Sie wird ihre Bhakti unweigerlich entwurzeln. Zugleich aber sind wir angewiesen, alle zu achten, die Sri Radha Krishna dienen, ganz gleich ob Neulinge oder befreite Seelen. Dazu gehören auch Brahmanas und Vaishnavas anderer Schülernachfolgen. Man soll sie respektieren, nicht unhöflich sein oder sie gering schätzen. Es steht uns nicht an, irgendjemanden gering zu schätzen, doch sollen wir nur solchen Umgang pflegen, der für unsere Bhakti förderlich ist. Die persönlichen Einweihungsmantras, die Diksha-Mantras, werden lautlos gebetet, und zwar morgens, mittags und abends. Fußnote 10. Diksha-Mantras. Brahma Gayatri, nur für Männer. Guru Mantra, Guru Gayatri, Gaura Mantra, Gaura Gayatri, Gopal Mantra, Kama Gayatri, Panchatattva Mantra und Harinam. Einige Sadakas chanten auch alle drei Mantras am Morgen und keine während des Tages. Und andere chanten nur das Hare Krishna Maha Mantra. Diksha Mantras werden vom Guru erst nach gründlicher Überlegung verliehen. Raghunath Das Goswami rät uns, diese Mantras als Form des Herrn zu sehen, an sie zu glauben und sie zu lieben. In Klammer, allerdings wird schon erklärt, wenn nötig, soll man zuerst dem Guru persönlich dienen und dann anschließend chanten. Mantras sind keine gewöhnlichen Worte. Welche Macht und Kraft ihnen innewohnt, illustriert die Lebensgeschichte Gopa Kumaras, die uns im Brihad Bhagavatamrita überliefert ist. Gopa Kumar hatte viele Leben lang Krishna verehrt. Sein frommes Guthaben war gewachsen, und als Resultat dessen war er diesmal in Vraja geboren worden. Er wuchs als Sohn von Kuhhirten auf. Jeden Morgen trieb er die elterliche Herde auf die Weiden. Einmal traf es sich, dass er bei seinen Ausflügen einem der Leute begegnete, die man Sadhus nannte. Ehrwürdige Männer, die Haus und Hof aufgegeben hatten, um in Vraja nach Krishna zu suchen. Dieser Sadhu nun sang inbrünstig und weinte dabei heftig. Der Junge verstand nichts von den wohlerhabenen Gefühlen, fühlte sich aber hingezogen, wenngleich er auch nicht wusste, wieso. Er begann, den Heiligen häufig zu besuchen und brachte ihm Milch, Butter und andere nützliche Dinge. Weil er unbewusst einen Gottgeweihten achtete und ihm diente, vollzog sich ein Wandel in ihm. Er entwickelte einen Hang zum gottergebenen Leben. Dem Sadhu
blieb sein Innenleben nicht verborgen. Folgerichtig befand er eines Tages, es sei an der Zeit, den Knaben formell in die Bhakti Mantras einzuweihen. Er schickte Gopakumara zum Bad an die Yamuna und begann das Ritual. Das Vorsprechen des Gopala Mantras jedoch, denn dieser war es, den er hören sollte, wurde unverhofft gestört, weil dem Sadhu beim Klang von Krishnas Namen die Tränen in die Augen schossen und die Stimme ihm den Dienst verweigerte. Er konnte mit Mühe die letzten Silben hervorbringen, als er bewusstlos zu Boden sank. Schnell lief Gopakumara, um Wasser zu holen. Zurückgekehrt aber schaute er ungläubig, vom Sadhu keine Spur. Er suchte lange Zeit, doch sein Guru blieb verschwunden. Erst Jahre später sollte er ihn wiedersehen. Da war also niemand, der Gopakumara die Bedeutung des Mantras, Regeln und Vorschriften erklärt hätte. Aber er begann mit Vertrauen zu chanten. Und das Ergebnis war, dass ihn die Welt der Sinne weniger und weniger lockte. Durch den mächtigen Klang wurde er erhoben. Er verließ sogar den Erdplaneten, gelangte über Brahmas Planeten zu dem von Shiva, durchquerte die spirituellen Planeten Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka und Mathura und traf schließlich in Vrindavan auf Krishna. Das Wort Mantra kann man übersetzen als das, was den Geist befreit und das Schlechte vertreibt. Weil die Diksha-Mantras unsere Beziehung zu Krishna sprießen und gedeihen lassen, tun wir gut daran, ihnen ganze Aufmerksamkeit zu schenken und sie nie zu vernachlässigen. Das Sri Chaitanya Charitamrita Adi 7.77-78 erwähnt, wie Sri Chaitanya Mahaprabhu einmal seinen Guru gestand. Nama laite laite mora pranta hailamana dairya dairya darite nari hailama unmata. Sobald ich Krishnas Namen singe, wird mein Geist verwirrt. Mein innerer Frieden ist dahin. Ich glaube gar, der Wahn hat mich ergriffen. Als Mahaprabhu sich in das Chanten vertiefte, erschien plötzlich ein Jüngling vor ihm. Ausstaffiert wie der König der Kuhhirten, mit dunkel schimmerndem Teint und faszinierend schön, stand dieser vor ihm. Eigentlich stand er nicht, sondern posierte in dreifach geschwungener, anmutige Haltung und begann auf seiner Flöte zu spielen. Mahaprabhu rannte begeistert auf ihn zu, aber Krishna verschwand so plötzlich, wie er aufgetaucht war. Und Mahaprabhu brach daraufhin zusammen und weinte und klagte im Trennungsschmerz. Krishnas Namen sind transzendental mächtig. Sie können wie Fegefeuer heißhungrig alles Karma verschlingen, das sich in vielen Leben angesammelt hat. Aber die Qualität des Chantens ist entscheidend. Wenn Unpersönlichkeitsanhänger, die Krishna als undefinierte, formlose, spirituelle Substanz verstehen, den Namen aussprechen, bleibt ihnen zwar der noch ausstehende, in Samenform schlummernde Lohn ihrer Messe und Segenstaten erspart, doch gereifte Früchte, wie etwa den jetzigen Körper, müssen sie wohl oder übel kosten. Vaishnavas dagegen nehmen den Namen als Meister und Beschützer an
und haben darum nichts zu befürchten. Fußnote 11. Wenn Advaitavadis Harinam chanten, wird Aprarabdha-Karma zerstört. Prarabdha-Karma aber, wie der jetzige Körper, muss erfahren werden. Nicht so für Vaishnavas. Alles Karma wird beseitigt. Wie können wir lernen, mit richtiger Haltung zu chanten? Indem wir Sri Guru und den Vaishnavas nacheifern. Und zwar in jeder Hinsicht. Wenn wir werden, wie sie sind, wird Chanten zu einem Freudenfest. Das Vergnügen, das uns dann erwartet, ist ungekannt und einzigartig. Vielleicht sehen wir plötzlich ein ungezogenes Bürschlein, das vor seiner Mutter Reis ausnimmt. Prächtig geschmückt in leuchtend gelben Tüchern, die ihm um die Schultern flattern und mit funkelnden Ohrringen die munter auf seinen Wangen tanzen. Der Schlingel schaut sich furchtsam um, und wenn er die Mutter gewahrt, die ihm dicht auf den Fersen folgt, saust er erschrocken noch wilder auf dem Hof umher. Mutter Yashoda atmet heftig. Schließlich ist sie nicht mehr die Jüngste, und wenn auch nicht dick, so doch wohlgenährt. Und das Spektakel strengt sie so sehr an, dass ihr ganzer Leib bebt. Niemand, der ein Freudenfest wie dieses, Krishnas süße Spiele, erlebt, wird seinem Zauber widerstehen. Der heilige Name wird uns an den Radha Kund oder nach Vrindavan bringen, ganz wie wir es uns im Geheimsten wünschen. Vorausgesetzt, wir chanten mit Begierde und festem Vertrauen. Mit ruhigem und ausgeglichenem Gemüt muss man beten. Am besten nicht weniger als 100.000 Namen täglich. Und dabei nur nach einem trachten, Zuneigung zu Krishna. Wer das beherzigt, für den wird der Herr sorgen und alles Nötige bereitstellen. Das Leben Sri Haridas Thakurs ist das Paradebeispiel dafür. Haridas trug unentwegt Krishnas Namen auf den Lippen und war darum von Geburt an ein Gefährte Advaita Acharyas und Sri Chaitanya Mahaprabhus. Im Alter, als sein Körper schwach wurde, besuchte ihn Sri Chaitanya und fragte mitfühlend, woran es ihm fehle. Die große Seele antwortete: Ich kann mein Gelübde, täglich 300.000 Namen zu schänden, nicht erfüllen. Das ist meine Krankheit. Man kann an Haridases Standhaftigkeit messen, wie es um den eigenen Glauben steht. Ein ernsthafter Sadaka wird fühlen: Solange ich nicht wenigstens 50.000 Namen gebetet habe, werde ich nichts essen und nichts trinken, und ich lege mich nicht schlafen, bevor nicht mein Pensum erfüllt ist. Das heißt es, den Guru, die Gottgeweihten, Krishnas Namen und Krishnas Land resolut zu verehren. Raghunath Das Goswami betet hier zu seinem Geist: Gib deinen Stolz auf. Ich bin hierher nach Vraja nur aus einem Grund gekommen, transzendentale Liebe wegen. Soll ich jetzt zum Heuchler und Schwindler werden und der Welt wieder schöne Augen machen? Mein lieber Geist, höre mir zu. Vergiss die Welt der Illusion, vertiefe dich im Dienst. Sei bei deinem Herrn und seinen Gefährten. Suche die Zuflucht Sri Gurus und der Vaishnavas. Sorge dich um nichts. Sorge dich einzig darum, dass deine Zuneigung zu ihnen wächst und wächst. Mach dir keine Gedanken um Essen und Schlafen. Krishna wird sich darum kümmern. Ihn kostet das ein Lächeln.
Wenn du auf Krishna vertraust, wird sich das Tor zur Bhakti öffnen. Verehre den Herrn mit aller Kraft, sei kein Fatalist. Erklär mir nicht, ach, wenn mein Horoskop mir Bhakti verheiße, werde ich sie schon bekommen. Warte nicht, bis Gottes Liebe dir in den Schoß fällt. Bemühe dich Tag und Nacht. Chante, und die transzendentale Kraft wird dich segnen. Dein Körper wird spiritualisiert werden. Du weißt nicht, wann der Tod bei dir anklopft, also verschwende keine Sekunde. Soweit die Erklärungen zum ersten Vers. Die wichtigste Anweisung für uns ist die: Gemeinschaft mit Gottgeweihten suchen. Ohne diese wird der Wunsch, in dieser Welt tätig zu sein, das Herz nie verlassen. An der Seite von Heiligen aber kann unser Chanten rein werden und unsere Hingabe wachsen und gedeihen.